Hallo, was machen Sachen? Willkommen zum Devlog Nummer 2. Ich nutze das quasi als Ankündigung, dass es auch weitergeht. Ich hatte ja vor einigen Monaten angefangen, ein eigenes Spiel zu programmieren. Das wäre mein drittes. Lerne dazu C++. Hab das aber kurz danach auf Eis gelegt, weil es mir nicht gut ging und ich einfach die Kraft nicht hatte, mich zusätzlich noch ums Spiel zu kümmern. Und das ist jetzt auch quasi mit die Ankündigung. Es geht weiter. Ich habe ein bisschen weitergemacht an dem Spiel. Ich werde euch auch gleich zeigen, wie weit ich gekommen bin. Ein bisschen was hat sich getan. Und ja. Wie gesagt, es ist jetzt quasi so Ankündigung, es geht weiter, es gibt ein bisschen was Neues und für alle, die sich wundern, hä, ist das schon eine Weile her, was ist jetzt eigentlich der Plan? Devlog 1 ist für euch unten in der Beschreibung verlinkt und oben in der Infobox. Für alle anderen, die jetzt keinen Bock auf ein komplettes Video haben, kurzer Recap. Ich erstelle ein eigenes Kampfspiel à la Street Fighter, à la Tekken, wo sich einfach zwei Leute auf die Mütze hauen können. Möchte das erstmal mit Charakteren machen, die ich kenne. Es soll halt generell um so Content Creator gehen. Ich bin dabei. Sharky, Zietze und Ryuken sind dabei. Also von denen habe ich das okay, dass sie mit im Spiel vorkommen. Alle natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Sagt mal danke, hallo oder sonst was. Sagt mal schöne Grüße. Sagt, die sind dabei, die drei. Hoffe, dass das in Zukunft noch mehr werden. Aber ich bin noch lange nicht so weit, dass ich mich jetzt darum kümmere, dass wir mehr Charaktere in das Spiel kriegen. Wie gesagt, ich hoffe, dass das mehr so eine Sache wird, wenn wir eine funktionierende Alpha haben, dass wir dann auf Leute zugehen können, einfach Leute gucken, die Bock haben. Ist jetzt, muss kein VTuber sein, es kann auch eine Real-Life-Person sein. Ich und Ryuken sind VTuber, Sharky und Zietze nicht. Aber da das ja alles in einem Toon-Style vorkommen soll, ist es jetzt auch nicht so schlimm, ob VTuber, Real-Person, wenn jemand sagt, okay, ich nicht, aber dafür mein Maskottchen oder sonst was. All das lässt sich bearbeiten. Ich werde die ganzen Modelle selber erstellen. Außer es findet sich natürlich jemand, ein Modeler, Rigger oder so, der mir ein bisschen nur die Arme greifen möchte. Momentan gehe ich davon aus, dass der Großteil der Arbeit an mir hängen bleibt. Was ja auch der Sinn ist, weil ich wollte das Spiel ja machen. Ich lerne dafür extra C++. Ich habe aber schon Zustimmung für Hilfe bekommen, wo es dann halt so Sachen geht um Texte. Weil ich als Legastheniker bin echt froh, wenn ich jemanden habe, der eigentlich einfach mal das Zeug durchliest, was ich da so fabriziere. Ihr braucht nur eine Videobeschreibung von mir gucken. Manchmal ist da echt eine Katastrophe. Also, es ist schwierig. Wenn ich das Ding nicht vorher durch Word oder sowas pumpe, weiß ich teilweise nicht, wie sinnvoll das ist, was da unten steht. Ich habe auch jemanden, der angeboten hat, Sachen wie UI zu machen, wo es dann halt mehr so geht um Buttons, um den Startbildschirm und so weiter. Das dann halt alles für deutlich, deutlich später. Wir müssen erstmal eine funktionierende Basis kriegen. Und wie gesagt, genau das werde ich euch jetzt zeigen. Ich zeige euch jetzt erstmal den aktuellen Stand, wie es gerade aussieht. So, einmal der Vollständigkeit habe, einmal der Editor. Wie ihr seht, arbeite ich gerade in der Unreal Engine 4. Ich hatte angefangen mit der Unreal Engine 5, hatte dann aber ein paar Probleme, was Coding und Visual Studio angeht. Ich weiß nicht, wo der Fehler lag. Die meisten Tutorials, die sind eh in der Unreal Engine 4, also ist das egal. Es ist aber jetzt auch kein großer Nachteil, dass ich in der Unreal Engine 4 arbeiten muss und nicht in der 5. Wir brauchen jetzt hier kein Lumen, kein Nanite oder so weiter. Alles das, was wir brauchen, kann die Unreal Engine 4 genauso gut wie die Unreal Engine 5. Zumal ich ja mehr auf einen Toon-Style hinaus möchte und mir halt so Sachen wie Lumen halt nicht unbedingt brauchen. So. Wie gesagt, kein Nachteil, dass es die 4er ist und nicht die 5er. Das ist wahrscheinlich eine Sache, die reinschreiben, wieso hast du die 4 und nicht die 5, die ist auch neu. Ja, wir bleiben erstmal so. Wie gesagt, ist auch nichts großartig Spannendes in der Szene zu sehen. Ich habe das Standard-Side-Scroll-Template genommen als Basis. Wie ihr seht, habe ich hier die zwei Mannequin drin. Ich habe als Test-Avatar erstmal den Mixamo-Bot genommen mit den passenden Animationen. Ich sitze gerade dabei, meinen eigenen Avatar fertig zu machen, damit ich einfach sehe, was ich brauche, wie ich das alles aufsetzen muss. Dazu kommen wir gleich. Und natürlich eine Kamera. So. Dann zeige ich euch mal, was ich kann. Starten müssen wir im Main-Menu. Da ist momentan noch nichts zu sehen. Ich habe schon einen Charakterauswahlbildschirm. Wir können aussuchen, welche Farbe, ob rosa oder blau. Dann zeigen hier auch die Charaktere, wenn man das auswählen kann. So ganz funktioniert das noch nicht. Ich muss es mit der Maus auswählen und kann es noch nicht mit den Pfeiltasten auswählen. Und optional dann Level. Momentan habe ich nur ein Level, aber es, für die Zukunft werden dann halt auch wahrscheinlich mehrere Level kommen. Die werden dann auch hier angezeigt. Und dann sind wir im Spiel. Die hat funktioniert schon mal für die Leben. Der Spezialangriff leistet noch nicht, aber sie ist schon mal da. Und wir können dann halt einfach bewegen, springen funktioniert, auch wenn keine Springanimation vorhanden ist. Und wir können angreifen. Ich habe ja auch Kombosysteme gearbeitet, das sieht man jetzt noch nicht so gut. Das ist alles, ups. Ja, Bewegung müssen wir auch noch mal ein bisschen feilen. So, Feintuning brauchen wir noch.
Wir kriegen auch die Level von dem Charakter ganz runter. Ich habe dann aber noch keine, wie ihr gleich seht. Komm, mach ihn kaputt. Keine Sterbeanimation, also das ist dann einfach null und ja, ist dann halt fertig. Wie gesagt, momentan noch nicht so spannend. Minimal ist was passiert. Wie gesagt, ich habe jetzt funktionierende Hitboxen, eine funktionierende Hurtbox, dass wir halt Leben abziehen können. Und sitze gerade dran halt an dem Kombo-System. Und dazu brauche ich halt erstmal einen funktionierenden Charakter mit passenden Animationen. Und das ist das, was ich auch momentan mache. Ja. Und das ist, was ich aktuell mache. Ich sitze gerade an meinem eigenen Avatar, damit ich einfach weiß, was brauche ich, worauf muss ich achten. Wie mache ich das am besten mit dem Rig, dass es funktioniert? Wie mache ich das so, dass ich das Rig auch animieren kann, dass das funktioniert? Dass das halt alles so Hand in Hand geht. Ich sitze halt, wie gesagt, gerade in dem Kombo-System. Dafür hatte ich halt gern einen Charakter. Und ich würde halt auch ungern weitermachen mit manchen Sachen, wenn ich das halt nicht funktionsfähig habe. Das ist alles so ein Hand in Hand. Muss immer gucken, was braucht man gerade und muss das irgendwie so ein bisschen mischen. Ich würde das Ganze halt, wie gesagt, ungern mit den Mixer-Mode-Dingern machen. Einfach, dass ich selber weiß, was ich brauche. Am Ende habe ich halt die Angst, ich mache was mit den Mixer-Mode-Dingern, das funktioniert dann. Aber wenn ich halt meine eigenen Sachen mache, die ich halt ein bisschen anders aufsetze, dass ich halt verschiedene Animationen machen kann, dass das dann nicht funktioniert. Daher erstmal Fokus. Mein Charakter auch als Repräsentation für das Spiel natürlich. Ich mache das, ich packe meinen eigenen Charakter da rein. Ja, dass man das halt macht und sagt, Kombosysteme sind dran. Ich werde demnächst mich um die Keyboard-Belegung kümmern und dann mal schauen, womit es weitergeht. So, das waren jetzt erstmal alle Informationen, die ich für euch habe für Devlog Nummer 2. Nochmal vielen, vielen Dank an alle, die mich unterstützen, an alle, die das Video bisher geschaut haben. Wenn ihr Fragen habt, Ideen habt, haut die unten in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video.